Weiter geht's mit Ermikart DS. Mit wem spiele ich dieses Mal? Also ich habe noch 3 Grand Prix vor mir und noch 7 Karts offen. Was mache ich da am besten? Ja, nicht 7 Karts, sondern 7 Fahrer. Ich will auf jeden Fall noch mit Mr. Bones fahren. Ich spiele einfach jetzt mal mit Harui. Ich habe mir den Anime zwar nie angeguckt, aber wer hat das höchste Handling? Das ist okay. Und schnell weg, bevor jemand sieht, welche Strecken es sind. Ich könnte es so einfach zensieren, aber... So, die erste Strecke ist von MK-Zero. Also Mario Kart Zero, das ist so ein... So ein anderer Hack. Das ist eigentlich... Ich sag mal, nur... Nur ein Reskin von... Ach, Marios Piste, glaube ich. Vom Gamecube. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich Marios Piste ist. Wurde halt importiert und dann die Texturen geändert. Ganz, ganz ruhig davon, Herr Ermi. Ganz ruhig. Ah, komm. Ach, Junge, was passiert hier? Bin schon besser gefahren. Gut. Ich habe irgendwie das Gefühl, die anderen sind ziemlich weit hinten, aber das sind sie nicht. Das scheint gar nicht mal so gut. Das sieht man sogar. Den Außenrand der Strecke auf der Map unten. Das ist nicht nett. Das ist echt nicht nett. Zack. Okay, das läuft gerade gut. Jetzt sieht man es gleich wieder unten auf dem Touchscreen. Aber so besonders. Also, es ist jetzt. Nein! Ach man, ich hab fast den Pilz bekommen. Da habe ich am Ende noch ganz gut was gerissen, auch wenn mein Daumen jetzt noch viel mehr weh tut als vorher. Oh Mann. Ach, fuck. SNES Vanilla Lake. Das ist eine sehr coole Strecke. Die kann man auch gut abkürzen. Bei Super Mario Kart. Da gibt es auch ganz gut. Wenn man es kann, natürlich nur. Aber die Strecke war richtig hardcore beim Original. Das müsste hier gewesen sein, nicht? Ja, genau. Au. Au. So, war das hier? Ach, keine Ahnung. Ja, ich weiß, wenn ich die ganze Zeit so offroad fahre, das hilft mir nicht wirklich weiter, wenn ich hohe Ränge erreichen will, aber will ich auch gar nicht. Bin ich auch viel zu schlecht, um mir 3-Sterne-Ränge zu machen. Also beim Originalteil schaffe ich es zwar, aber bei dem Hack jetzt nicht. Müsste ich mehr üben. Man sieht ja auch meine Ränge da, das ist der gleiche Save, den ich auch bei dem normalen Mario Kart erst verwende. Okay, das war gerade ein gemeines Trollface. Uff. Das tut weh. Ich habe einen Save-File von Mario Kart DS einfach umbenannt. Weil Mario Kart DS spiel ich an sich auch so manchmal. Einfach so. Genau. Ich weiß nicht warum, ich mach's einfach. Ach, die letzte Runde war am besten sogar.
und die N64-Strecke. Und das Schade ist, hier kann man auch nicht zu dem zu dem Schloss fahren. Es geht anscheinend nur bei der N64-Strecke. Ah. Ich muss ein paar Leute holen, sonst laggt das zu sehr. Ansonsten muss ich die Auflösung mal runterstellen. Ach komm schon. Etwas erster werden. Lass mich vorbei. Reicht das? Ja, jetzt ist wieder smooth. Komm. Danke. Ah, fuck. Warum sind die auf einmal so langsam? Soll mal recht sein. Gibt es noch zwei Runden, wie man oben sieht. Also man sieht es oben nicht, aber es gibt noch zwei Runden. Na komm. Und zack. Ja, hier kann man nicht hin, leider. Es hat schon ein ziemlich cooles Easter Egg im Original. Kann man hier auch hochfahren wie im Original? Das geht ja auch. Konnte man gut abkürzen, wenn man Pilze hatte. Komm. Komm, schön snaken. Oh, wie viel Abstand? Ah. Ich gucke jetzt mal hier auf diese andere Karte drauf. Okay, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt zu viel hier rumsnake, dann kriege ich glaube ich ernsthafte Probleme mit meinem Daumen. Oh Mann. Aber ich kann es nicht lassen, ich kann es nicht lassen. Wobei jetzt tut es gerade nicht mehr weh. Oh Mann. Was macht Fox dort? Überrunde ich ihn noch? Mal sehen. Was macht denn der? Unten auf der Karte. Der fällt anscheinend die ganze Zeit ins Wasser. Aus irgendeinem Grund. Komm schon. Was macht der? Okay. Ich glaube, Fox hat nicht mehr so viel Lust auf sein Leben. Soll ich mich mal in den Weg stellen? Weiter vorne. Was ein Idiot. Na gut. Das war's dann auch schon mit dieser Strecke. Und auf zur letzten Strecke. Dem Riverside Park. Ich mag die Strecke sogar sehr. Also ich finde das Setting cool. Auch beim Originalteil. Also bei GBA, beim GBA-Teil. Ist mir das gerade wirklich passiert? Und das Lied ist auch cool. Die Background-Musik. Zack. Und hier gibt es auch ein paar Abkürzungen, muss ich mal zeigen. Und hier gibt es auch einen kleinen Bug sogar. Hier? Wo war das denn? Ah, ich weiß es leider nicht. Vielleicht begegne ich dem noch. Vielleicht aber auch nicht. Zack. Da kann ich gut abkürzen mit meinen Items. Komm, zack. Ich weiß nicht, wo es war. Also ich fahre dann aber außen lang, um halt die ganze Strecke zu zeigen. Von daher finde ich den Bug gerade nicht mehr.
Da war halt irgendwo eine. Da war irgendwo eine falsche Kollisionsbox wahrscheinlich irgendwie. Weil ich bin da so gefahren, da war nichts. Da bin ich aber dagegen gerammt. Ach fuck, Mann. Ich wollte ausweichen, aber ich habe zu spät gedrückt. Lass mich doch einmal einem blauen Panzer ausweichen. Komm schon, wo bist du, Kollisionsbox? Was hier? Nee. Mann, was wollt ihr von mir? Zack. Guck mal, jetzt schnell hier noch ins Ziel. Das war ein guter Turn. Nachdem ich ins Ziel gefahren bin. Auf einmal bin ich auf die gerade Strecke gezogen worden. Das ist sicherlich gut reproduzierbar. wenn man selbst fährt. Ah ja. Das muss man sich jetzt nicht nochmal reinziehen. Rang C diesmal. Na gut. Na gut, das war's dann auch wieder mit diesem Part und dann bye.